So, Kinders, ich habe es rausgefunden, wo das Problem lag. Es wird eine glatte Steinstufe benötigt. Das hättet ihr mir auch ruhig gleich sagen können, anstatt dass ich mich hier so blamier und eine Steinstufe benutze. Ja. Hat jetzt einen Moment gedauert. Was soll's? Jetzt haben wir es rausgefunden. Und ja, machen wir mal noch ein welche. So. Platziere mal dann auch gleich mal irgendwo im Haus. Ich weiß noch nicht wo, aber ich denke mal eher hier unten im Eingangsbereich, weil wir oben ja auch schon die Küche haben. Habe ich jetzt ernsthaft keinen gemacht, weil ich, ah doch, da, sie sind gesteckt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, platziere mal direkt mal einen hier, einmal hier hin und einmal hier hin. So viel Rüstung habe ich zwar nicht annähernd. Jetzt muss ich gerade selbst erstmal schauen, weil meine Rüstung ist dann doch auch schon ziemlich im Sack. Naja, es geht. So. Habe ich doch noch alle vier Teile im Kopf gehabt, kaum zu glauben. So. Ah, Mist. Den muss ich jetzt dann als nochmal machen. Weil einen Brustpanzer hatte ich selber wohl nicht mal einen. So, mal schauen, ob wir auch Gold am Start haben. Genug, um eine Goldrüstung zu machen, nur so für die Deko. Nicht annähernd. Hast du Gold? Genug? Naja, Gold braucht man sowieso nicht in Minecraft, also kann man das auch ruhig verschwenden. Schade, dass meines Wissens nach hier im normalen Minecraft immer noch kein richtiger Schwertständer gemacht werden kann. So wie zum Beispiel im Technik-Launcher, aber ich google das sicherheitshalber gleich nochmal. Ist ja alles leer, wo hast du ihn gelagert? Geh raus. Mhm. Siehst ein Haus mit Bäumen. Ja. Dort laufst du rein. Seht ihr das, Kinders, wie sie hier schon wieder abgeht, ey? Aha. Bis nach vorne, dann geht's rechts rein. Aha. Dort laufst du rein und die Kiste, die direkt zuläuft, da ist Gold drin. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Jo, wie viel Pferderüstung sie hier einfach noch gelagert hat.
So, jetzt habe ich allerdings nicht geschaut, ob du vielleicht Leder da hast zum Diebern. Zwei Stück. Such's mal dort, wo die Tiere sind. Hast du da auch noch Truhen versteckt? Es wird halt einfach schon wieder dunkel, kaum zu glauben. Wo auf dem Boden? Noch nicht, aber ich bin am linken Eingang vorbeigelatscht. Da ist nur eine Werkbank. Linker Eingang rein, auf der rechten Seite. Ah, da. Versteckelt hätte sie es. Ja, weil sonst die Tiere draufstehen. Ja. Gehen wir noch schnell ins Bett, bevor ich wieder weglaufe. Ich bin ziemlich weit weg, gell? Okay, dann geh. Nein, ich bin nicht weit weg. Warte. In dem Lagerhaus geht's hoch zu Starschen Bettchen. Ah, also, da. Ja, ich habe gerade nur gesucht, wo es hoch zu es geht. Aha, im Blattwerk versteckt. Ja, weißt du, solltest dann aber vielleicht auch in ein Bett gehen. Ja, ich bin ja Ach dabei, ich so. war nur ein bisschen weiter Ich weg. dachte, du bist doch eher in der Nähe von einem. Guten Morgen und erstmal fast aus dem Baum gefallen, weil ich hier draußen gespawnt Ja, du bin. kannst, hier kannst du entlang laufen. Weil ich spawn auch immer dort. Beschiss. Es ist Gott. Ja, so schlecht sieht doch unser Häuschen von hier unten gar nicht aus, obwohl mir die Aussichtsplattform so gar nicht wirklich gefällt. Hier unten schon wieder so ein komisches Viech rumgetrieben, aber nur ein einzelner kleiner. Und ja, während dem Schlafen habe ich wieder mal gegoogelt. Es gibt immer noch nicht die Möglichkeit, einen richtigen Rüstungsständer herzustellen. Nicht Rüstungsständer, Schwertständer im normalen Minecraft. Was mich jetzt ziemlich ärgert, aber naja. Okay. Komm her. Also einmal so. Goldbeinschutz. Gold, was auch immer. Goldhelm.
So, dann lagern wir das hier mal hier ein. Schmeiß die Tür auf. Jupp. Etwas. Da ist jetzt erstmal genau das Gegensätzliche, was ich hier mache. Das ist mir bewusst, durchaus. Die nehmen wir sicherheitshalber mal mit. Die nehmen wir mit. Die Öfen können wir hier lassen. Die Fackeln, die hätte ich gerne dabei. Truhe in Truhe. Die nehmen wir auch noch mit. Essen holen wir uns gleich noch. Und ja, ihr wisst doch, was das heißt. Wir werden jetzt nochmal auf eine Reise aufbrechen. Weil wir noch ein paar Rohstoffe brauchen und auch ein paar Diamanten. So, jetzt holen wir uns noch geschwind ein bisschen Essen. Diesmal habe ich ja Stickies dabei. Ich habe das Holz natürlich vergessen. Die baue ich mir hier jetzt irgendwo unterwegs. Gerade so ein paar, dass man Stickies machen kann. Und während wir wieder auf eine lange Reise gehen werden, wird sie hier bestimmt nochmal was bauen, wo wir dann total überrascht sehen werden, wenn wir zurückkommen. Nein, keine Samen. Das Essen ist ja nicht mal fertig gekocht. So, immer schön brav bezahlen, ne? Was ist das hier eigentlich? Ein Hafenbecken? Mit einer Unterwassertruhe? Seht ihr, da geht es schon weiter. Da baut sie schon wieder irgendwas und man weiß nicht was. Und hier geht es in den Keller rein. Wir müssen doch mal direkt einen Blick reinwerfen. Aha, kann man nicht öffnen. Ja, das ist cool. So. Sehr interessant. Klappe zu. Tür zu. Weil ich könnte wetten, sie hat die Öfen in der Schmiede immer noch nicht bestückt mit Kohle. Habe ich es doch gewusst, weil wir müssen die Kartoffeln noch durchbraten. So, ihr müsst euch das jetzt nicht anschauen, wie die Kartoffeln durchbraten. Ich mache für euch hier einfach einen Cut und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.